So, Halleluja, ihr Lieben. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu dieser Woche, zu der der Herr uns hier zusammenruft. Bin begeistert, dass so viele gekommen sind, obwohl die Ankündigung von dem Thema aus meiner Sicht irgendwie sehr flach war, sehr allgemein war. Also trotzdem sind viele gekommen, ich bin begeistert. Hoffentlich habt ihr gute Anreise gehabt, ja, gutes Quartier, alles okay, alles gut. Wir haben auch sehr schöne Gästewohnung, Gastsprecher-Apartment, alles ist wunderbar. Bis auf vielleicht eine Sache, heute Morgen um 7 klingelt das Telefon. Ich war aber schon lange wach. Und die Roboterdame am Telefon sagte, sie haben eine SMS. Und sie lautet, Magda ist in der Entbindungsstation, bitte betet für Kind schnell geboren. Klang so nach Russlanddeutsch oder so, ja. Und wegen der Unterordnung, auch wenn ich nicht der große Fürbitter bin, ich habe dann gleich gebetet. Nicht mit der Roboter, dann mal alleine für mich. Aber vielleicht könnte man, ich dachte, das ist vielleicht die Hotline, die die Gebetsanliegen entgegennimmt vom Glaubenszentrum. Vielleicht könnte man das auch umlegen auf Gerrys Privatnummer. Weil könnte ja sein, die nächste Geburt ist vielleicht um 3 Uhr morgens oder so. Und wäre dann entspannter für den Gastsprecher. Also eine Bitte an die Technik, da noch irgendwas umzuschalten. Aber sonst alles prima, alles wunderbar. Halleluja. So, also, das Thema ist bekannt. Lasst uns nachjagen oder eine Besetzung sagt, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sein Erscheinen ist so sicher wie das Aufgehen der Morgenröte. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. So, worum es geht in dieser Woche ist, was meint die Bibel mit Erkenntnis des Herrn? Erkenntnis ist ja zunächst mal ein sehr trockener, theoretischer Begriff. Und wir denken da irgendwie an Konzepte, an Bücher, an Ideen, an irgendwelches trockenes Zeug. Aber wir werden sehen, es ist etwas ganz, ganz anderes. So, was ist Erkenntnis des Herrn? Warum ist sie so wichtig? Welchen Preis muss man dafür bezahlen? Welchen Preis muss man dafür bezahlen, wenn man sie ignoriert und nicht schätzt und sucht? Und dann vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wie bekommen wir Erkenntnis Gottes? Wie lernen wir Gott wirklich persönlich kennen? Was müssen wir dazu tun? Was sagt das Wort Gottes? Wir starten gleich mal mit einer Schriftstelle. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 3 gehen. Und hier haben wir gleich eine Geschichte einer historischen Begebenheit, die uns erklärt, wie wichtig die Erkenntnis Gottes ist. Hebräer Kapitel 3, hier gibt der Heilige Geist die Antwort auf eine wichtige Frage, die leider viel zu wenig gestellt wird. Woran lag es, dass als Israel in Ägypten war, in Knechtschaft war, über 400 Jahre, und sie schrien zu ihrem Retter, und er kam, er hörte ihr Gebet, und mit gewaltiger Hand erholte sie heraus aus Ägypten. Aber er hatte ja noch viel größere Pläne. Er wollte sie hineinbringen in ihr Erbteil, hineinbringen in den Willen Gottes, in den Plan Gottes. Und woran lag es, dass sie zwar den ersten Teil erleben konnten, die Errettung aus Ägypten, aber nicht hineinkommen konnten in das, was Gott wirklich für sie hatte? Woran lag das? Was für eine wichtige Frage. Und der Heilige Geist gibt hier die entscheidende Antwort. Ich lese ab Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, sie aber haben meine Wege nicht erkannt.
So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Jetzt die Anwendung für uns. Seht zu, Brüder, Geschwister, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. So die Antwort auf die Frage, warum konnten sie hineinkommen? Sie gingen irre mit dem Herzen. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Deswegen konnten sie nicht mit ihm kooperieren. Deswegen haben sie nicht verstanden, was er will, weil die Wege einer Person und die Wege Gottes oder die Wege eines Menschen, das ist nicht nur, was er tut, sondern vor allen Dingen seine Motivation, sein Herz dahinter. Warum tut er, was er tut? Was will er? Was ist seine Absicht? Worum geht es ihm? Was ist ihm wirklich wichtig? Und sie haben Gottes Wege nicht erkannt. Sie haben ein falsches Bild von Gott gehabt, falsche Ideen über ihn und sie konnten nicht mit ihm kooperieren. Und das war so schwerwiegend, dass Gott gesagt hat, ich habe so lange gewartet und ihr habt es nicht verstanden. Und das war das Letzte und ihr kommt nicht hinein. Und eine ganze Generation, mit Ausnahme von zwei, sind nicht hineingekommen in ihr Erbteil. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt und deswegen ihre Berufung verpasst. Was würde mit uns passieren, wenn wir die Wege Gottes nicht erkennen? Wir verpassen unsere Berufung. Wir leben hier ein nettes, harmloses, schönes Christenleben, aber wir verpassen unsere Berufung. Wir verpassen das, wofür wir überhaupt hier sind. Wenn du da ein bisschen dir Gedanken darüber gemacht hast und ein bisschen studiert hast und weißt, was sonst noch an anderen Stellen in der Bibel über diese Sache steht, dann sagst du, ja, aber warte mal. Im Psalm 103, Vers 7 heißt es, Gott tat Mose seine Wege kund, Israel nicht. Israel kannte nur seine Taten. Gott tat dem Mose seine Wege kund, der kannte also die Wege, aber Israel kannte nur die Taten Gottes. Ja wie? Gott hat ihnen seine Wege gar nicht geoffenbart? Und dann gibt es dafür Strafe? Was ist denn das? Ja, denk ein bisschen weiter. Warum hat Gott Israel seine Wege nicht offenbart? Warum? Wenn du dir Mose anschaust, du siehst Mose beten, Herr, zeige mir deinen Weg, damit ich dich erkenne. Hat dieses Verlangen gehabt. Zeig mir deinen Weg, damit ich dich erkenne. Ja, dann geh durch 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Und schau, ob es eine einzige Gebetsversammlung ging, wo Israel gebetet hat, Herr, wir wollen deine Wege kennenlernen. Du wirst es nicht finden. So, warum hat Gott ihnen seine Wege nicht offenbart? Weil sie kein Interesse daran hatten. Woran hatten sie Interesse? An den Segnungen. Sie kannten seine Taten. Sie wollten gesegnet sein. Sie wollten eine gute Zeit haben. Sie sagen, wir gehen ins gelobte Land. Wenn Gott Israel das Angebot gemacht hätte, was er Mose gemacht hat. Er hat gesagt, das ist ein halsstarriges Volk, ein störrisches, rebellisches Volk. Ich gehe nicht mit euch. Ich schicke euch einen Engel und er bringt euch in das gelobte Land. Aber ich gehe nicht mit. Was hätte Israel gemacht? Okay, mach was du willst, wir gehen ins gelobte Land. Aber was hat Mose gesagt? Das ist nicht möglich. Dass du mit uns bist, das ist doch, was uns unterscheidet von allen anderen Völkern auf dieser Erde. Die Gegenwart Gottes ist der Unterschied. Nicht das Programm, nicht die Aktivitäten. Die Gegenwart Gottes, dass Gott mit uns ist, das ist der Unterschied. Und Mose hat gesagt, wenn du nicht gehst, gehen wir auch nicht. Wir bleiben bei dir. Und bleibe du bei uns. Aber Israel hat nur gesagt, das Land mit Milch und Honig, Überfluss, Wohlstand, Prosperität, Erfolg, das ist es, das gehört uns. Und wenn sie bekamen, was sie wollten, du, die waren so geistlich, scheinbar.
Die waren so enthusiastisch. An einer Stelle in der Bibel heißt es, sie haben so den Herrn gepriesen, dass die Erde dröhnte. Also das muss schon ein mächtiger Lobpreis gewesen sein. Die Erde dröhnte. Aber dann kurze Zeit später, die Dinge laufen nicht so, wie sie es haben wollen. Sie haben großen Durst, sie kommen an ein Wasser, sagen Halleluja, der Herr ist mit uns, er segnet uns, er sieht unsere Bedürfnisse, er füllt all unseren Mangel aus, aber leider das Wasser war bitter. Man konnte es nicht trinken. Warum war das Wasser bitter? Der Herr sagt, ich habe euch all die Jahre geführt, durch die Probleme, durch die Schwierigkeiten, durch die Schmerzen, um offenbar zu machen, was in euren Herzen ist. Sie kamen an das bittere Wasser und was passierte? Rebellion stieg auf. Und sie murrten und sie schimpften und sie stellten sich in ihrem arroganten Stolz über Gott und sagten, es wäre besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Warum hat Gott uns rausgeholt, nur damit wir hier sterben? Also sie haben Gott überhaupt nicht verstanden, sie haben ihm nicht vertraut. Er hat uns hier nur rausgebracht, damit wir hier sterben. Was für eine verrückte Antwort. Es wäre besser für uns gewesen. Also Gott, du hast keine Ahnung, wenn du uns als Berater genommen hättest, wir hätten dir gesagt, wie alles viel besser laufen könnte. Arroganz, Stolz, sich über Gott zu stellen. Da war keine Wertschätzung. Wir sind das Volk Gottes. Wir dürfen sein Wesen, seine Größe, seine Treue, seine Gerechtigkeit demonstrieren, unter uns haben und genießen und demonstrieren den Nationen, welchen Gott wir haben. Dann können sich ihre erbärmlichen Götter anschauen und sagen, was tun die für uns und was tut der Gott Israels für Israel? Lass uns desertieren von unseren Göttern und wir laufen über zu uns Gott Israels. Das war die Idee. Gott wollte mit seinem Volk, wenn ich mal so sagen darf, angeben, dass die anderen sagen, guck mal, was die haben. Und welchem Elend leben wir, in welchem Durcheinander, in welchem Unfrieden, in welchem Streit, in welcher Unordnung. Was tut Gott nicht alles für sie? Was für ein Gott muss das sein? Aber sie hatten keinerlei Wertschätzung für ihre Berufung. Alles, was sie interessiert hat, wir wollen den Segen. Wir wollen, dass es uns gut geht. Sie kannten die Wege Gottes nicht. Und weil sie die Wege Gottes nicht kannten, konnten sie nicht mit ihm kooperieren. Sie konnten mit ihm nicht kooperieren, weil sie gar nicht wussten, worum es ihm ging. Sie dachten, es geht um die Segnungen. Nein, es ging nicht um die Segnung, es ging um die Ehre Gottes. Es ging darum, nicht ihnen ein gutes Leben zu machen, es ging darum, Gott groß zu machen. Das war das Ziel. Aber sie kannten Gott nicht. Sie wussten nicht, wie er tickt, was ihm wirklich wichtig ist. Und sie haben alles verpasst. So an diesem einen Beispiel sehen wir schon, das ist keine Kleinigkeit, an der Erkenntnis Gottes vorbeizugehen, sondern das hat schwerwiegende Konsequenzen. Und wir wollen solche sein wie David. Herr, zeige mir deine Wege, Psalm 25, 4. Zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade. Und die Wege Gottes wirklich kennenlernen, weil nur dann können wir wirklich mit ihm zusammenarbeiten. Ich erzähle mal eine Geschichte aus meinem Leben. Dank sei Gott, ist es lange her. Test. Okay, besser. Ist lange her, aber es ist wahr und es ist traurig, aber es ging gut aus, Halleluja. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da trug sich Folgendes zu. Nachts, wenn die Familie schlief, bin ich wieder aufgestanden. Bin ins Wohnzimmer geschlichen, habe mich vor den Fernseher gesetzt und bin durch die Kanäle gezockt. Rum und gesucht. Und was ich gesucht habe, habe ich gefunden. Nacktheit, Darstellung von Dingen, die alles andere als Gott wohlgefällig sind. Und das ging über lange Zeit, über Wochen. Und eines Nachts, so klar, wie man es nicht anders verstehen konnte, oder so klar, wie es nur ging, sprach der Heilige Geist. Und er konfrontierte mich und er stellte mir eine Frage.
Und er sagte, du willst Mann Gottes sein. Du verkündigst das Wort Gottes. Du sagst, du liebst den Herrn. Wie ist es möglich, dass du, der du vorgibst und sagst, du liebst den Herrn, Gefallen haben kannst an solchen Bildern? Wie ist das möglich? Erkläre mir das. Und es war auf eine Art und Weise, dass ich wusste, ich muss eine Antwort geben. Das war nicht irgendwie so ein Kommentar, den man überhören konnte. Ich musste eine Antwort geben. Und ich habe mir Zeit genommen und ich habe viel überlegt. Ja, wie ist es möglich, Gefallen zu finden an Dingen, die so schrecklich sind, dass der, den ich doch liebe, dafür gestorben ist? Wie ist es möglich? Und nach einiger Zeit Nachdenken kam ich auf die Antwort. Und die Antwort ist, es ist deswegen möglich, weil ich Gott überhaupt nicht kenne. Weil ich ihn nicht wirklich kenne. Wenn ich ihn wirklich kennen würde, gäbe es so etwas nicht in meinem Leben. Es ist nicht möglich. Da ist ein Zusammenhang zwischen Gott kennen und einem Lebensstil, der in Einklang ist mit dieser wirklichen Erkenntnis Gottes. Wie Paulus einmal über diese verwirrten Gesetzeslehrer sagt, Titus 1, Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Die Werke zeigen, dass sie Gott nicht kennen, weil wenn sie Gott kennen würden, gäbe es diese Werke in ihrem Leben nicht. Siehst du, wie dieser Zusammenhang da ist zwischen Erkenntnis Gottes und Lebensstil? Das ist keine Theorie, das ist nicht der theologische Elfenbeinturm, wo wir irgendwelche Fragen bedenken, die mit unserem Leben, mit unserem Charakter, mit dem Alltag nichts zu tun haben, sondern es ist ganz, ganz, ganz eng miteinander verbunden. Sie geben vor, Gott zu kennen. Aber die Werke zeigen, dass sie ihn nicht kennen und mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Wenn du die gefragt hättest, diese Leute, verleugnet ihr den Herrn? Nein! Keiner hätte gesagt, na klar, guckt ihr unser Leben an. Keiner hätte das gesagt. So der Heilige Geist schaut ein bisschen tiefer und er beurteilt die Dinge in Wahrheit und Gerechtigkeit. So, was wir jetzt tun werden in den nächsten Minuten, wir schauen uns eine ganze Reihe von Problemen an im Volke Gottes, die alle eine Ursache haben, mangelnde oder falsche Erkenntnis Gottes. Und vielleicht sagst du, Missstände anschauen, das ist zu negativ. Nun, ich würde sagen, die Diagnose bestimmt die Therapie. Wenn die Diagnose falsch ist, dann wird die Therapie auch falsch sein. Wenn da jemand Lungenentzündung hat und der Arzt sagt, ach, machen Sie sich keine Sorgen, ist eine leichte Erkältung, bisschen Zitrone und ein bisschen Bettruhe und dann geht das schon wieder. Dann wird das ernste Folgen haben, weil dieser Mann hat eine Lungenentzündung und wenn er nicht behandelt wird, wird er sehr bald tot sein. Die Diagnose bestimmt die Therapie. Und deswegen wollen wir einmal genau hinschauen und uns Gedanken machen. Und einige, das sind längst nicht alle, aber einige Dinge anschauen, die alle zu tun haben mit dieser Sache mangelnde oder falsche Erkenntnis Gottes. Ich möchte, dass wir ein bisschen nachdenken über uns und über unsere Situation und über das Volk Gottes im Allgemeinen. Die Dinge sind nicht systematisch, die sind nicht irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge. Das habe ich mir gespart. Ist dir schon mal aufgefallen? Gerade jetzt ist ja Herbst, jetzt kommen die Kataloge und die Sonderangebote, es kommt das Weihnachtsgeschäft. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es fast keine Bücher gibt im christlichen Lager zum Thema Demut? Fast keine Bücher. Die kannst du an einer Hand abzählen, die es zu diesem Thema gibt. Und Dutzende und Dutzende und Dutzende Bücher von Segen und Wohlstand und Erfolg und von Heilung und von Befreiung und von dem guten Leben und all diesen Dingen. Eine Flut von Büchern darüber. Und das Einzige, wovon Jesus gesagt hat, dass wir von ihm lernen sollen, Demut und Sanftmut, es gibt nichts darüber. Fast nichts.
Und ich denke mal, so wie es auf dem Büchermarkt aussieht, so wird es auch hinter den Kanzeln aussehen. Auch Demut ist nicht ein Thema, das irgendwie überstrapaziert wurde und wo wir sagen müssen, das haben wir jetzt alle gehört und das wissen wir alle. Woran liegt das? Das ist ein Thema, das offensichtlich dem Herrn so wichtig ist, dass er das als das Einzige nennt, was wir von ihm lernen sollen. Und wir lernen ganz andere Dinge und sind begierig für ganz andere Dinge. Warum? Weil wir weit weg sind von ihm. Weil seine Ordnung sehr unterschiedlich ist von unserer Ordnung. Was in der Liste der Prioritäten bei ihm ganz oben ist, ist bei uns sehr weit unten, wenn es überhaupt da ist. Und weil wir so wenig Wort darüber haben, weil wir so wenig Begierde haben, das Wesen Christi, seine Demut kennen, was das Zentrum der Erlösung ist. Das Zentrum des Falls ist Stolz und das Zentrum der Erlösung ist Demut. Und weil uns das so wenig interessiert, weil wir so wenig aus Erfahrung, durch Anschauen der Demut Christi wissen, was das ist, deswegen sind wir auch so schnell bereit, große Männer und Frauen Gottes, die in Stolz und Selbstherrlichkeit ihr eigenes Reich bauen, zu applaudieren und ihnen hinterherzulaufen. Es macht uns gar nichts aus. Wir bemerken das kaum. Oder wir entschuldigen das schnell und sagen, ja, aber da passieren Wunder, da passieren großartige Dinge und so weiter und so weiter. Hat nicht Jesus gesagt, was hoch ist vor den Menschen, ist ein Gräuel für Gott? Haben wir seine Maßstäbe? Wissen wir wirklich, wie er Dinge beurteilt? Zeigen wir uns danach aus, Dinge mit seinen Augen zu sehen? Ist das für uns wichtig? Wir sagen, ach du Demut, komm, das ist ein Thema, komm. Das haben wir schnell erledigt. Wir haben noch nicht einmal begonnen zu verstehen, worum es wirklich geht. Das ist das Herz Jesu. Und weil wir ihn nicht kennen, können wir nicht kooperieren und streben andere Dinge an und haben eine andere Prioritätenliste, eine andere Agenda. Wir kennen den Herrn, der die Herzen prüft und der auf diese Dinge schaut, wie Demut und Sanftmut. Wir kennen den Herrn nicht. Ein anderer Punkt. Wie viele Seminare hast du schon, von wie vielen Seminaren und Konferenzen hast du gehört zum Thema, wie lernen wir zu leiden für Christus? Also ich kriege immer so eine christliche Zeitschrift, da stehen alle möglichen Konferenzen und Seminare drin, seitenweise. Ich habe noch kein Seminar gefunden, vielleicht gibt es die, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht davon gehört, dass es eine Konferenz gibt zum Thema Leidensbereitschaft für Christus. Wie entwickle ich das? Wie kommt das in mein Leben? Warum wird das nicht angeboten? Ganz einfach, weil es nicht gefragt wird. Warum wird es nicht gefragt? Weil wir glauben, das hat doch mit dem Evangelium nichts zu tun. Nein, das ist nicht der Grund. Denn Leiden mit für Christus, für die Wahrheit, ist aufs Engste verbunden mit dem Evangelium. So, wenn das für uns nicht miteinander zu tun hat, wenn das für uns nicht verbunden ist, dann liegt der Verdacht nahe, wir haben ein anderes Evangelium. Wir haben nicht das Evangelium, wovon das Neue Testament redet. Weil da heißt es, alle, die gottselig leben wollen, die in der Gottesfurcht leben wollen, die ein Leben führen wollen, Gott zum Wohlgefallen, müssen Verfolgung leiden. Nicht einige werden, alle müssen. Glauben wir das? Deutet nicht alles darauf hin, dass die Zeiten der Behaglichkeit und der Bequemlichkeit sehr schnell zu Ende gehen und dass wir auch hier im sicheren, schönen, freiheitlich-demokratischen Europa sehr bald für unseren Glauben bezahlen müssen? Deutet nicht alles darauf hin, dass wir sehr bald solche Zeiten haben werden? Dann warum bereiten wir uns nicht darauf vor? Warum nehmen wir uns nicht Zeit und studieren diese Dinge? Weil wir Gott nicht kennen, weil wir ihn nicht ernst nehmen, weil wir unsere eigene Agenda haben, weil wir unsere eigenen Vorstellungen haben, was es heißt, für den Herrn und in seinem Reich zu leben.
vielen Stellen findest du falsche Bewertungen von Ereignissen, von Diensten, von christlichen Events. Und viele haben die Idee, je größer, umso besser. Wenn eine Gemeinde groß ist, ist sie gesegnet. Wenn sie noch größer ist, ist sie noch mehr gesegnet. Und die Größten sind am gesegnetsten. Das ist nicht Gottes Sichtweise. Das ist nicht Gottes Logik. Ob eine Gemeinde groß ist, hat er was mit dem Herzen zu tun, hat er was mit Hingabe zu tun, hat er was mit Gehorsam zu tun, hat er was mit Demut zu tun, aber nicht mit Zahlen, nicht mit Gebäuden, nicht mit wie viele Likes kriegt einer für seine Statements auf Facebook. Es hat nichts damit zu tun. Gott schaut die Dinge anders an. Wir haben falsche Ziele, wir haben falsche Werte. Wir haben weitestgehend ein falsches Verständnis von Liebe. Ist das Thema Sünde zu vermeiden in der Predigt, ist es ein Zeichen von Liebe für die Versammlung? Jemand rühmt sich und sagt, seit ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist mein Haus voll. Schade, viel zu wenige lachen. Viel zu wenige sagen, was für ein Irrsinn. Hat Jesus über Sünde gepredigt? Mit den drastischsten Worten haben die Apostel über Sünde gepredigt. Aber ja, und sie haben gewarnt vor den Gefahren der Sünde. So, was bringt heute moderne Prediger dazu, zu sagen, ich schone meine Leute, ich habe sie lieb, ich will nicht, dass sie sich unter Verdammnis fühlen, ich rede nicht über Sünde, dass sie Sünder sind oder dass Sünde in ihrem Leben ist. Das wissen sie schon von alleine. Ist das wirklich so? Gibt es keine Notwendigkeit mehr, über Sünde zu predigen? Und nennen wir das dann noch Liebe? Das ist nicht Liebe, das ist Betrug am Volke Gottes, Betrug. Weil etwas ihnen vorgemalt wird, was nicht die wahre Liebe Gottes ist. Wie viele Prediger trauen sich, von der Liebe Gottes zu reden, so wie die Bibel das uns beschreibt? Dass die Liebe auch darin bestehen kann, wenn wir uns weigern zu vergeben, nachdem wir Vergebung vom Herrn empfangen haben. Dass er uns in ein Gefängnis steckt. Dass er sogar zu den Besuchszeiten, den offiziellen und den inoffiziellen Besuchszeiten, uns Folterknechte, Dämonen in die Zelle schickt. Und das so lange, bis wir endlich zur Besinnung kommen und anfangen, wirklich von Herzen zu vergeben. Viele würden sagen, wenn das gepredigt wird, das ist nicht Gott. Weißt du, Gott ist Liebe. Der würde niemals zulassen, dass irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert. Der passt auf mich auf, der segnet mich, der hat nur gute Gedanken. Und der wird niemals so etwas tun. Mich ins Gefängnis schicken, das ist der Teufel. Mir noch Dämonen auf den Hals schicken, das ist der Teufel. Aber der Mensch, der Gott den Vater besser kannte als irgendein Mensch, der jemals auf diesem Planeten war, Jesus Christus, er sagt, er endet dieses Gleichnis mit dieser Aussage, so wie in der Geschichte, so wird euer Vater mit euch tun, mit einem jedem von euch, wenn ihr nicht vergebt von Herzen. Jesus sagt das. Und dann kommen wir und sagen, nein, das kann nicht sein, das ist nicht Liebe. Alles, was Gott tut, ist Liebe. Aber die Liebe sieht manchmal ein bisschen anders aus, als wir die uns vorstellen und auch wie wir die uns wünschen. Je nach dem Maß unserer Herzensverhärtung und unserer Haltung. Oder jemand verkündigt über die Liebe Gottes und sagt, egal was du tust, Gott lächelt immer. Ich sage, versuch mal so deine Kinder zu erziehen. Ganz gleich, was die tun.
Die richten Chaos an in deiner Wohnung, zum Schluss zünden sie dir die Hütte an, du lächelst. Das ist nicht normal, das ist nicht real. Du musst Zeiten haben, wo du ernst bist, wo du sagst, hallo, jetzt ist genug. Und du zeigst, du bist alles andere als amused. Du zeigst, das nehme ich nicht hin, das werden wir ändern, so nicht mehr. Und du sagst das mit Entschiedenheit. Du sagst das mit einer Ernsthaftigkeit, dass deine Kinder merken, oh, Papa, Mama, die meinen das jetzt wirklich ernst. Das hat jetzt Konsequenzen. Gott lächelt immer. Was für ein dummes Zeug. Das ist nicht der Gott, den Jesus gepredigt hat. Hat Jesus wie ein amerikanischer Prediger uns erzählen wollte, hat Jesus gelächelt, als er die Tempelreinigung gemacht hat? Ist er da durch den Tempel getanzt mit einem kleinen Himbeerstöckchen und hat so ein bisschen so und gelächelt? War das Spaß? Als die Jünger ihn gesehen haben, ihm fiel nur ein Wort ein. Da dachten wir an das Wort. Der Eifer um dein Haus hat dich gefressen. So, da war kein Lächeln, sondern da war eine totale Ernsthaftigkeit. Das geht nicht. Ihr macht aus dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle. Von wegen, Gott lächelt immer. Wenn wir heute Männer und Frauen Gottes hätten, die so umgehen würden, mit den Pseudo-Geistlichen, mit den Religiösen, mit denen, die das Wort verdrehen, die Leute verdummen. Wenn wir mit ihnen so umgehen würden wie Paulus, ein Riesenprotest würde kommen. Dieser Mann stellt sich hin und sagt, das sind Irrlehrer und ich habe die ermahnt und die wollen von ihrer Ketzerei nicht lassen und ich habe ihn dem Satan übergeben, dass er gequält wird und dass sein Leben zu Ende kommt. Wenigstens sein Geist gerettet wird. Was würde passieren, wenn jemand in unserem Land aufstehen würde und würde sagen, das habe ich gemacht, im Auftrag des Herrn mit einem Irrlehrer. Was würde passieren, was glaubst du? Die Welt würde das nennen Shitstorm. Der würde bombardiert werden mit Anrufen, mit E-Mails, mit Protesten. Was für eine Leblosigkeit, was für ein Richtgeist, was für eine pharisäerhafte Selbstgerechtigkeit. Oder nimm die Worte, die Jesus bringt, in den Sendschreiben. Er geißelt dort eine Gemeinde, die sich den Luxus erlaubt, in ihrer Mitte unbehelligt Irrlehrer zu haben. Und er sagt, tut Buße. Er redet nicht zu den Irrlehrern, er sagt zur Gemeinde, tut Buße. Das heißt, ihr seid verantwortlich, dass ihr das in eurer Mitte habt. Tut Buße. Und diese Irrlehrer müssen Buße tun. Und Jesus sagt, und wenn das nicht passiert, dann komme ich und ich führe Krieg mit ihnen. Ist das der liebe, nette Jesus, an den wir glauben? Das ist nicht nett. Das ist nicht in unserem Sinne lieb, aber das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und weil wir Gott nicht kennen, wir erlauben nämlich in uns eine solche Gesinnung, einen solchen Eifer für den Herrn hervorkommen zu lassen. Wir wollen nicht solche sein, die im Geist des Elia die Dinge konfrontieren. Love and peace, Bruder. Frieden. Alles ist gut. Bloß nicht richten. Das sind unsere Ideen. Und die sind so weit weg vom Worte Gottes. Mit den schärfsten Worten geißelt Jesus die Pharisäer. Otterngezücht. Gedünchte Gräber, ihr Heuchler. Das ist doch nicht nett. Gott hat nie gesagt, ich bin der nette Gott. Ich bin der Heilige.
Und er verheißt auch, auf den werde ich blicken, der zittert vor meinem Wort. Diese Kunst wird der Heilige Geist, wenn wir wollen, wiederherstellen. Die Kunst, vor dem Wort Gottes zu zittern. Aus Ehrfurcht, nicht aus Angst, aus Ehrfurcht, aus Liebe zu ihm. Das wird wiederhergestellt. Aber wann das letzte Mal in der Gebetsnacht hast du ein solches Gebetsanliegen präsentiert bekommen? Lass uns beten, dass wir wieder lernen zu zittern vor Gott. Unsere Agenda ist so verschieden von der Agenda Gottes. So verschieden. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr geht um die ganze Welt und versucht einen zu bekehren. Und wenn ihr ihn bekehrt habt, dann macht er ihn zu einem Kind der Hölle. Ja, hallo. Das sagt man doch nicht. Doppelt so schlimm wie ihr. Also mit anderen Worten, die sind auch schon Kinder der Hölle. Paulus sagt zu den falschen Aposteln, sie sind Diener Satans. Sie verkündigen ein falsches Evangelium, verdrehen die Gläubigen und er sagt, es sind Diener Satans. Ja, hallo, das dürfen wir doch nicht sagen. Das geht doch nicht, wo bleibt denn da die Liebe? Unser ganzes Konzept von Liebe muss noch einmal auf den Prüfstand. Gott ist Liebe. Und wenn wir diese Liebe kennenlernen wollen, dann fangen wir mit diesem Buch an. Wir schauen das Leben Jesu an, wir schauen das Leben der Apostel an. Und das, was wir da sehen, das ist Liebe. Das ist die Liebe. Die Liebe hat verschiedene Ausdrucksformen. Manche sind sehr ernst und sehr streng. Aber alles ist Liebe. Weil wir Gott nicht kennen, haben wir an vielen Stellen eine falsche Unterordnung, eine falsche Loyalität. In den letzten Wochen, ich habe einige Gespräche gehabt mit einigen Menschen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Situationen, die Furchtbares erlitten haben unter Missbrauch in der Leiterschaft. Und sie haben Angst, darüber zu sprechen, weil sie wollen ja nicht schlecht reden. Wo steht das im Wort Gottes? Wenn du Ungerechtigkeiten erleidest von Leiterschaft, du darfst mit niemandem darüber reden, du darfst niemandem dein Herz ausschütten. Wo steht das im Worte Gottes? Wir sind zu gemüllt mit diesen Ideen von einer falschen Unterordnung. Dann spuckt da noch das Gespenst da hinten rum, taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Als wenn der machen und tun darf, was er will. Und steht über jeder Kritik. Wo ist so eine Form von Leiterschaft in der Bibel? Wo ist das? Zeig es mir. Es ist nicht da. Du findest etwas ganz, ganz anderes. Du findest Leiterschaft, die offen ist für Korrektur, die unter Aufsicht ist, die gemaßregelt wird, wenn sie die Ordnung Gottes verlassen. Das finden wir im Wort. Wir haben falsche Ideen. Loyalität darf niemals von dir verlangen, ob das als Ehefrau ist oder ob das als Schaf der Herde ist, die Ungerechtigkeit des Ehepartners oder des Pastors oder der Leiterschaft unter den Teppich zu kehren. Liebe freut sich der Wahrheit. Rejoices in the truth. Die Liebe geht zusammen mit Wahrheit. Und wenn die Wahrheit unter den Teppich gekehrt wird, um der Liebe willen, ist es nicht die Liebe Gottes. Es ist eine menschliche Liebe, es ist eine Kumpanei. Und es führt dazu, dass die Sünde gedeckt wird und dass sie weiter sich ausbreiten darf. So, wir haben so viele Fälschungen. Falsche Unterordnung, falsche Loyalität, falsche Liebe, falscher Hirtendienst. Hirtendienst, der sich nicht kümmert um die Nöte der Menschen, sondern die Menschen braucht für ihre Projekte, für ihre Vision, für ihre Pläne. Hirten, die sich nicht darum kümmern, das Volk in die Reife zu führen, die sich nicht darum kümmern, das Volk Unterscheidung zu lehren. Kommen wir lesen wir das Gebet von Salomo.
1. Könige, Kapitel 3, Vers 9. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösen. Denn wer vermöchte dieses, dein zahlreiches Volk, zu richten? Salomo betet um ein verständiges Herz, damit er fähig ist, zu lehren. Was soll er lehren? Was will er lehren? Was hat er verstanden? Was er lehren muss, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösen. Zu unterscheiden zwischen dem, was von Gott ist, und von dem, was so tut, als wenn es von Gott wäre, aber nicht wirklich von Gott ist. Hesekiel 22, der Herr klagt über die Priester. Vers 26, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an, entweihen meine heiligen Dinge. Zwischen Heiligem und Unreinem unterscheiden sie nicht. Und den Unterschied zwischen Unreinem und Reinem tun sie nicht kund. Vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen, und ich werde in ihrer Mitte entheiligt. Sie verlassen ihre Pflichten als Priester. Sie lehren nicht den Unterschied. Sie selber unterscheiden nicht zwischen dem, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Dritte Mose, Kapitel 10, hier ist die Ordnung Gottes, das Gebot Gottes für Aaron und seine Söhne, die ja den Priesterdienst tun sollten. Der Herr redete zu Aaron, Vers 8, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt, und eine ewige Ordnung für eure Generationen, und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Damit ihr die Söhne Israel all diese Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt. Das ist die Aufgabe der Priester. Und noch einmal, Hesekiel, Kapitel 44, Vers 23. Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren. Also nicht nur die Priester selber sollen unterscheiden, sie sollen das Volk lehren zu unterscheiden. Zwischen Heiligem und Gemeinen, und ihm den Unterschied erklären. Zwischen Unreinem und Reinen. Das ist die Aufgabe. Und jeder Priester, jeder Pfarrer, jeder Pastor, jeder Älteste, der das nicht ernst nimmt, tut einen falschen Hirtendienst. Und wie wichtig ist dieser Dienst in dieser Zeit der Verwirrung, wo alles durcheinander gerät, wo aus Tätern Opfer werden und wo das Schlechte gut genannt wird, und wo das Gute schlecht genannt wird. Wie notwendig ist es, in dieser Zeit Orientierung zu geben. Das ist die Aufgabe. Aber weil wir Gottes Wort nicht ernst nehmen, weil wir nicht wissen, was er wirklich will, wir lassen uns abspeisen mit Vokabeln wie vorsichtig, ein kritischer Geist. Sei jetzt nicht kritisch. In welcher Bibelstelle steht das eigentlich? Ich finde lauter Aufforderungen zu beurteilen. Und wenn wir schon dieses eine Wort kennen von Jesus, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Warum kennen wir nicht das andere Wort, wo Jesus sagt, richtet ein gerechtes Gericht. So Jesus verbietet richten und an anderer Stelle er gebietet richten. Ja, wie jetzt? Beides kann ja wohl nicht richtig sein. Doch, richten ist verboten. Verurteilen, negativ reden, verachten, ablehnen, Menschen an unserem Maßstäben messen und verwerfen, ist total verboten. Aber einen Dienst, eine Lehre, ein Buch, eine Bewegung, eine Konferenz an den Maßstäben Gottes zu beurteilen, ist nicht nur richtig und erlaubt, sondern absolut überlebensnotwendig. Überlebensnotwendig. Und wer lehrt uns das?
falsche Einheit. Führende geistliche Leiter, die Leiter unserer Nation sein wollen, rufen uns auf und gehen selber mit schlechtem Beispiel voran, rufen uns auf, uns zu versöhnen mit Kirchen, die das Wort Gottes mit Füßen treten und verdrehen. Im Namen der Einheit, weil Einheit so wichtig sein soll für den Herrn, dass sie über allem steht, über Wahrheit. Einheit steht nicht über Wahrheit, ihr Lieben. Einheit steht nicht über Wahrheit. Und wer das behauptet, kennt das Wort Gottes nicht und ist verdreht. Ich war an einen Ort eingeladen und kurz vor meinem Dienstbeginn bekam ich noch einen Anruf und dann wurde ich noch vorbereitet auf meinen Dienst. Und lieber Bruder, bitte denk dran, in unserem Haus ist eine Atmosphäre der Offenheit und der Liebe und alle sollen sich wohlfühlen, auch Katholiken. Und Bruder, ich habe gehört, du hast Probleme mit Katholiken. Ich sage, das ist eine Falschmeldung. Aber Katholiken, die ihre Tradition und ihre Ideen über das Wort Gottes stellen, die haben Probleme mit meinem Dienst. Das ist die Wahrheit. Ich habe keine Probleme mit Katholiken. Ich freue mich über jeden, der kommt und sagt, komm, wir machen die Bibel auf und wir studieren mal. Ja, also alle Dinge, die irgendwie Streit erzeugen könnten, die bitte weglassen. Also soll ich nicht das Evangelium verkündigen? Doch, doch, doch! Das Evangelium ist der Wille Gottes und es ist total konträr zum Denken der religiösen Welt. Und das Evangelium wird immer Widerspruch hervorrufen, es wird immer das Schwert sein und es wird immer Streit bringen, es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt, die netter und lieber sein wollen als der liebe Gott. Ein Evangelium, das keinen Widerspruch erzeugt, ist nicht das Evangelium. Ich habe nicht vor, an dieser Woche explizit einzugehen auf das Thema falsche Einheit und Ökumene. Ich benutze das nur als ein Beispiel, einfach als ein Beispiel von vielen, um uns zu zeigen, wie durcheinander wir sind, wie weit weg wir sind vom Worte Gottes, wie wenig wir Gott wirklich kennen, wie wenig wir von ihm geprägt sind, wie bereitwillig wir uns prägen lassen von Menschen, die eine beeindruckende Persönlichkeit haben, die irgendwie gut ankommen. Und wir sind bereit, jeden Mist anzunehmen. Und wir haben nicht die Gesinnung wie die von Beröa. Sie nehmen das Wort an von Paulus und dann gehen sie nach Hause. Und sie forschen die Schriften und prüfen, ob es sich so verhielte. Das ist, was sie getan haben. Und der Heilige Geist hat kein Problem mit diesen Jungs. Er sagt nicht, du, die haben einen kritischen Geist. Er sagt, das sind Edelleute. Das sind edle Leute, die sind edler als in der Stadt davor. Der Heilige Geist lobt sie. Ihr Edeltum bestand darin, dass sie sagt, wunderbar, klingt alles gut, jetzt gehen wir nach Hause und studieren die Schriften. Und alles, was wir finden in den Schriften, was in Übereinklang ist mit dem Wort, diese Worte nehmen wir an. Wir nehmen das an, was gemäß dem Wort der Schrift ist. Das war ihre Gesinnung. So, wenn man über das Thema Ökumene sprechen wollte, dann macht das nur Sinn, wenn man zuvor lang und ausgiebig darüber redet, was ist das Evangelium. Wenn wir nicht verstehen, was das Evangelium ist, macht das keinen Sinn, über Einheit zu reden und über Ökumene. Es macht keinen Sinn. Aber das ist nicht mein Thema. Ich habe an anderer Stelle ausgiebig mich dazu geäußert. Einmal war ich hier und nach dem Meeting kamen ein paar Geschwister zu mir und sie haben mir erzählt von ihrer Gemeinde, wo sie sind und sie sagen, wir haben den Wunsch hier jetzt in dieser Woche getauft zu werden, kannst du uns taufen? Ich sage, geh zu deinem Pfarrer. Sie haben schon erzählt, sie sind in einer evangelischen Kirche. Ich sage, geh zu deinem Pfarrer. Ja, da waren wir schon. Ich sage, und was sagt er? Er sagt, ach weißt du, Taufe ist nicht so wichtig.
Gibt es irgendein Gebot unseres Herrn, wo wir sagen können, das ist nicht so wichtig? Gibt es irgendwelche Gebote, die sind zwar gut gemeint, aber die haben keinerlei Wert und Bedeutung und wir können problemlos, ohne Konsequenzen, die ignorieren? Gibt es solche Gebote Gottes? Ich glaube an so etwas nicht. Ich glaube, dass alle Dinge, die der Herr uns gesagt hat und die aufgeschrieben sind, von extremer Bedeutung und Wichtigkeit sind. Das ist meine Überzeugung. Menschen stellen sich über das Wort Gottes und fühlen sich noch gut dabei. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Gläubigen und es ging um das Thema Heiligen Geist und Sprachengebet. Und sie sagte mir, sie erlebt so den Herrn und Gott ist mit ihr und alles ist gut. Sie brauchen nicht in Sprachen zu beten. Ich sage, was sagt Jesus nicht? Das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Wie kannst du sagen, ich brauche das nicht? Und sagt Paulus nicht, wer in Sprachen betet, er baut sich selber, brauchst du keine Auferbauung? Er gibt ein wunderbares Mittel, wie du deinen Geist aufbauen kannst und du sagst, brauche ich nicht. Sag, hallo, was ist das für eine Gesinnung? Noch eine Fälschung möchte ich nennen. Falsche Gnade. Eine Gnade wird angeboten, eine Gnade wird verkündigt. Gnade für alle, wie Freibier. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Gnade will Gott allen Menschen geben, aber er tut es nicht. Gnade bekommt der Demütige. Den Stolzen widersteht er. Wenn der Stolze kommt und will Gnade haben, Gott sagt nein. In seiner Liebe, in seiner Gerechtigkeit. Und wir erleben gerade im Moment einen starken Boom von uralten Geschichten, von uralten Ideen, die jetzt wieder irgendwie kommen und die wieder neu aufgelegt werden. Es sind keine neuen Sachen, aber es sind die alten Sachen. Und da wird eine Gnade verkündigt, die nicht dem Worte Gottes entspricht. Und diese Bücher sind Bestseller, weltbekannt im Fernsehen und Leute jubeln. Und es scheint wenigen aufzufallen, dass Dinge gesagt werden, die nicht dem Wort entsprechen. Gesagt wird, der Heilige Geist nach der Bekehrung, er überführt nicht mehr von Sünde. Hallo? Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig Überführung von Sünde ist für den Prozess von Heiligung? Wenn du sagst, der Heilige Geist nach der Bekehrung überführt nicht mehr von Sünde, dann hast du jede Tür verschlossen und den Schlüssel weggeschmissen und wir kommen niemals in das, was die Bibel Heiligung nennt. Und Gott hat alle deine Sünde vergeben, auch deine zukünftige, und deswegen ist es Sünde, Gott deine Sünde zu bekennen. Wenn du gesündigt hast, du musst das nicht Gott bekennen. Das ist, was sie lehren. Und Sünde hat keinerlei Auswirkung auf deine Gemeinschaft mit Gott. Sünde beeinträchtigt nicht deine Gemeinschaft mit Gott. Hallo, schon mal die Bibel gelesen? Wann werden wir wieder Protestanten? Protestanten heißen Protestanten, weil sie protestieren. Und dann müssen Hunderte von Leuten aufstehen in solchen Konferenzen und Buh rufen und sagen, abtreten muss der Mann. Buße tun, sich Gott wieder unterordnen, sein Wort ernst nehmen und nicht hier das Volk verdummen. Aber die Leute klatschen noch und sind begeistert und jubeln über Dinge, die dem Wort Gottes total entgegensprechen. Und viele kaufen dieses Zeug, deswegen werden es ja Bestseller. Ein letzter Punkt, dann sind wir mit dieser Liste durch und dann geht's aufwärts. Warum gibt es fast keine Erwartung nach der Wiederkunft Jesu?
Warum ist dieser Schrei nicht da? Komm, Herr Jesus, komm. Warum? Weil wir den Gott des Rechts nicht kennen, der Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit hasst und der genau weiß, die einzige Möglichkeit, das Leid und die Unrecht auf diesem Planeten zu beenden, ist, dass sein Sohn als König zurückkommt. Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, den König zurückzubringen. Aber ich kenne fast keine Gemeinde, die das wirklich glaubt und die dementsprechend lebt und redet und singt und betet und predigt und Fürbitte tut. Ich kenne fast keine Gemeinde. Warum ist das so? Weil das, was auf dem Herzen Gottes ist, seinen Sohn zurückzubringen, seinen Sohn zu Ehren zu bringen, ihn zu rehabilitieren, ihn freizusprechen von allen Lügen. Und besonders Lügen aus der frommen Ecke über seinen Sohn. Wie muss das dem Vater gehen, wenn Lügen von der Kanzel über seinen Sohn verkündet werden? Wie muss das für ihn sein? Ich glaube, er sitzt im Himmel und sagt, Leute, ich habe einen Plan, ich komme, ich mache damit ein Ende. Ich mache damit ein Ende, jetzt ist Schluss. Und das ist, was die Bibel verheißt, bevor Jesus wiederkommt, Elia wird kommen. Halleluja. Und er wird aufräumen und konfrontieren. Und jeder muss sich positionieren und jeder muss sagen, wenn Gott Gott ist, dann auf diese Seite. Und wenn Baal Baal ist, dann okay, auf die Seite. Es wird eine Trennung geben zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Demut und Stolz, zwischen Reinheit und Unreinheit. Es wird etwas passieren, ihr Lieben. Gott ist in Vorbereitung. Halleluja. Wir kennen diesen Gott, der Hass hat auf Gesetzlosigkeit. Wir kennen ihn nicht. Und weil wir ihn nicht kennen, ist dieser Hass auf Gesetzlosigkeit nicht in uns. Wir kennen ihn nicht. Wir denken, er ist ein netter Onkel, mehr so wie Nikolaus oder so etwas. Aber mit Hass auf die Sünde, das passt nicht zum lieben Gott. Aber zum Gott der Bibel passt das sehr wohl. Und zwar nicht nur im Alten Testament, mitten im Neuen Testament sehen wir diesen wichtigen Aspekt von unseres Herrn. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Brüdern. Das ist das Herz Jesu. Liebe zur Gerechtigkeit. Und weil es eine wirkliche Liebe zur Gerechtigkeit ist, muss es auch eine eindeutige Position haben zur Ungerechtigkeit. Hass auf Gesetzlosigkeit ist im Herzen Gottes. Und wenn das in unserer Mitte da wäre, viele Dinge würden anders sein. Wir würden unsere Stimme erheben und sagen, so geht's nicht. Ich glaube, einer der schlimmsten und schwerwiegendsten Ereignisse, ich bin gleich soweit. Vor einigen Jahren, was weitreichende Folgen hat, wo eine Tür aufgetan wurde. Ich weiß nicht, wann es war, 2008 oder wann, gab es eine christliche Jugendveranstaltung, Christiwell, in Bremen. Und an diesem Tag wurde die Wahrheit verkauft. In dem Programm war ein Seminar angeboten für Menschen, die in homosexuellen Dingen verwickelt sind und die aussteigen wollen. Es ging nicht darum, Homosexualität zu verteufeln. Es war ein Angebot für die, die sagen, ich weiß, dass es nicht richtig ist und ich will raus. Das war ein Teil dieses Events. Und dann gab es sehr viel Druck, besonders von den Grünen. Und dieser Druck hat dazu geführt, dass die staatliche Förderung von 250.000 Euro, mehr nicht, in Frage stand. 250.000 Euro, das sind Peanuts für zigtausende oder hunderttausend Christen. Das ist nichts. Aber um dieses Geld nicht zu gefährden, hat man einen Rückzieher gemacht und hat das Seminar von dem Programm gestrichen und hat sich dem Druck der Masse, den Druck der Medien, den Druck der Grünen gebeugt. Ich glaube, der Himmel hat geweint an dem Tag. Wahrheit wurde verkauft für 250.000 lächerliche Euros. Nur damit wir unser Geld haben. Und ich glaube, dass das geistlich
der Grund ist, warum in einem solchen enormen Maße jetzt die evangelikale Szene unterwandert und unterspült und überschwemmt wird von dem, was wir Emerging Church nennen. Auf deren Agenda steht, wir bekämpfen sola scriptura. Wir werden dafür kämpfen, dass dieser Grundsatz der Reformation verschwindet aus der Christenheit. Das ist ihre Agenda. Und Leute, die dem Worte Gottes widersprechen, aber einen großen Namen haben, werden hofiert. Und die evangelikale Szene verändert sich zusehends. Wir kennen Gott nicht. Aber die gute Botschaft ist, wir können ihn kennenlernen. Wir müssen ihn kennenlernen. Alles hängt davon ab, wie es die nächsten Jahre mit uns weitergeht, dass wir jetzt wirklich ernsthaft anfangen, nachzujagen der Erkenntnis Gottes. Gott, hilf uns. Das ganze Elend sind nicht die Umstände, sind nicht die schwierigen Zeiten. Das ganze Elend ist unsere Ignoranz. Wir kennen dich nicht wirklich. Wir kennen dich nur vom Hörensagen. Wir haben nur Ideen übernommen von anderen, von denen wir gehofft haben, die kennen dich. Es ist Zeit, dich kennenzulernen. Hilf uns, deine Wege zu verstehen. Hilf uns, deine Wege zu erkennen, damit wir dich kennen. Das ist jetzt dran. Nichts anderes, keine Aktionen, sondern Umkehr, aber nicht in einem kurzen Moment ein bisschen ein paar Tränchen vergießen, sondern daraus einen Lebensstil machen, dass wir Gott erkennen, ihm nachjagen und dann andere inspirieren, ihn auch zu suchen und ihn kennenzulernen und auf seine Seite zu kommen und in einer neuen Weise mit ihm kooperieren zu können. Vater, wir danken dir für diese Stunde. Wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben dürfen. Wir danken dir, dass du nicht ratlos bist. Wir danken dir, dass du eine Antwort hast. Und die Antwort, die du hast, ist dein Wesen und dein Wort. Und du rufst uns, zu dir zu kommen, in neuer Weise, mit neuer Offenheit, mit neuer Entschiedenheit. Und du rufst uns, dich kennenzulernen und ein Verlangen zu entwickeln, zu kultivieren, einen Hunger nach dir und wirklich aus erster Hand, nicht vom Hörensagen, aus erster Hand kennenzulernen, wer du bist, was du willst, was deine wunderbaren Pläne sind mit der Gemeinde. Vater, wir danken dir, dass du eine Antwort hast auf das Durcheinander dieser Zeit. Und diese Antwort ist dein Sohn, sein Wesen und sein Wort. Und wir wollen das haben in unserem Leben. Hilf du uns, gib uns Gnade, klar zu werden und entschieden zu werden. Und wir danken dir für deine Hilfe, die uns zugesagt ist. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.